Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir sind hier in der Müllgrube von der Akademie in Winterfeste. Ich kann nur hoffen, dass unsere Kinder das auch wirklich zu schätzen wissen. Ich habe gemerkt, also wir haben festgestellt, dass mein Mikrofon wieder so geknatscht hat. Ich hoffe, das ist jetzt ist besser. Weil eigentlich ist es diesmal fest. Keine Ahnung. Vielleicht mache ich es so oft an und aus. Mal sehen. Das Problem ist, wir haben ja nur eine einzige Tonspur. Also es läuft. Das kann ja Pepe besser erklären. Ja, wir nehmen einfach das Bild und Ton gleichzeitig auf. Mhm. In solchen Fällen wäre es natürlich besser, man würde den Ton getrennt aufnehmen. Aber dann hat man sehr oft das Problem, dass Ton und Bild auseinanderlaufen und nicht mehr synchron sind. Mhm. Deswegen wollte ich eigentlich lieber das gemeinsam aufnehmen. Sind aber eine Menge. Ja, allerdings. Aber wir werden sehen, möglicherweise, wenn es öfter mal vorkommt, dass wir hier... Weil wir doch beides getrennt aufnehmen müssen. Genau. Okay, aber es ist natürlich nicht schlimm, wenn es da so rumknistert und rumknatscht. Aha. Ah ja, wir sind schon ziemlich nah bei dem Auto. Ich erinnere mich, wir waren ja schon mal hier. Also dann, diesen Raum kenne ich. Naja. Tut sie aber nichts. Gut, dann nehmen wir mal das enge Muster. Mal sehen, ob wir hier irgendwelche Hinweise finden. Ja, was ist denn im Eimer? Spinnweben, oder? Holzkelle. Holzkelle. Toll. Ah ja, ist das der Vorfall? Ach, das ist der Und Vorfall. Das war auch die Sache mit den Auguren, ne? Wollen wir mal vorlesen? Die vermissten Studenten wurden heute Morgen in der Müllgrube gefunden, tot, wie erwartet. Keiner von uns machte sich zu diesem Zeitpunkt mehr die Mühe, einen Leben-Entdecken-Zauber für die Suche aufrechtzuerhalten. Die Leichen wurden zusammengefunden und jede wies die gleichen Deformitäten auf. Abgeblätterte und blasige Haut an den Armen und im Gesicht. Beschwörerbrand, wie es an der Akademie gemeinhin genannt wird. Es bestehen kaum Zweifel, dass sie sich an einem Beschwörungsritual versucht haben, das ihre Fähigkeiten weit überstieg. Das Relikt in ihrer Nähe räumte jegliche Zweifel an dieser Theorie aus. Ich gebe zu, dass ich noch nie so etwas gesehen habe. Eine große, segmentierte Skulptur eines Panzerhandschuhs, dessen Handfläche das Dietrische, Zeichen aufwies. Jeder Versuch, ihn zu bewegen, war vergeblich. Ich muss eben Erzmagier Sedot bei seinem bevorstehenden Besuch zeigen. Vielleicht weiß er mehr. Wir konnten das Relikt zwar nicht bewegen, aber es gelang mir, 4 Ringe davon zu entfernen. Ich bin sicher, es gibt eine Verbindung zwischen ihnen und dem Ritual, das die Studenten durchzuführen versuchten. Ich werde sie im Arkaneum verwahren, bis wir einen Beschwörungsmeister befragen können, um mehr darüber zu erfahren. Na, dann so, werden wir uns mal im Arkaneum umgucken. Arkaneum, du hast es gut ausgesprochen. Ja, wir werden da mal gucken. Vielleicht finden wir da die Ringe. Aber das ist ja, glaube ich, erstmal nicht vorrangig wichtig. Da gibt es anderes. Warum rappelt es im Kessel, wenn ich... Vielleicht bist du dagegen gestoßen. Feuersalze, wow. Und da ist nur ein Knochen drin, muss ich halt rausnehmen.
oder? Ich hab alles raus. Kaniswurzel ist drin. Hä? Stand da. Hast du jetzt aber auch rausgenommen? Hab ich doch schon. Das ist gut. Okay. Von mir aus. Eisgeistzähne. Knochenmund. Eine Eiskriegsack. Und eine Spinne wohnt in einem anderen Topf. Ja. Zumindest hat sie da ihre Spinnleben vergessen. Geht's denn um weiter oder doch? Doch. Na klar. Ah, Fell und Horn. Horn? Haben sie mit der Holzfäller-Axt? Ja. Also, da wollte doch jemand was kochen. Hey, was denn? Ich kann sie nicht wegschieben. Ah, ist egal. Und das Bein wolltest du nicht unbedingt, oder? Oder was immer da drin ist. Ja, ich konnte es nicht wegheben. Ich weiß. Aber wir sollten auch die Holzfäller-Axt, komm mal ruhig auch da lassen, wir sind schon ganz schön voll. Doch, doch. Ich hatte nicht vor, sie mitzunehmen. Nein, guck, wir haben auch die Drachenschuppen und Drachenknochen, was auch immer. Immer diese bösen Drachen. Korb haben wir ja auch. Ach. Den hast du, den hast du bei uns aus unserem Haus genommen. Das lassen wir ihn hier. Ist auch wurscht. Kriegst ja kaum Geld für. Okay. Immerhin 10 Wechsel. Glaube ich jedenfalls. Ja. Ja. Hängemus. Oder? Ja, ja. Danke. Ja, ich bin vorbeigelaufen. Da ist gut für Einhandschaden, also den Verstärken. Ja. Oh. Hängt hier aber ganz schön dicht. Sperrt uns doch glatt den Weg. Ja, da ist auch eine Spinne. Da ist sie doch. Die hüpft ja ganz schön schnell auf ihren 8 Beinen rum, hä? So richtig klein sieht sie auch nicht aus. Nicht schlecht, also würde ich mal so speichern. Ja, hoffentlich. Die ist aber ziemlich leise. Wir haben mal versucht, unseren Kindern eine Trommel mitzubringen, aber die haben sich nicht viel draus gemacht. Nee. Nee, nicht gut, der ist so schwer. Immerhin ein bisschen Gold. Eisen. Hier. Eisenschwert. Wenn das Eisenschild mal. Wow, das Licht ist angegangen, hast du gesehen? Nö, hab ich gar nicht. Ja, da war so ein Ding hier, so ein. Hier, guck mal, da ist ein Licht. Irre. So ein Bewegungsmelder oder was ist das? Das Licht geht an, wenn du da... Ah,
Aber sind wir jetzt unten? Ja. Da oben sind wir rübergelaufen. Ja. Nee. Nee, wollen wir aber nicht hin. Wir wollen ja eigentlich dann aufruhen. Ja, ja. Ganz falsch. Ist eigentlich auf dem Weg nach. Auf dem Weg nach wieder. Hier geht's raus. Ja. Ja. Irgendwo hast du dich da irgendwo mit der Richtung ein bisschen vertan. Schau, du hättest halt von einem Raum, wo die diese komische Faustwind war, einen anderen Weg nehmen müssen. Ja, ich hab davor mal die Abzweigung. Da ging es in zwei Richtungen weg. Hm. Und ich bin in Richtung der Hand gegangen. Und da ging aber auch noch ein Gang in die andere Richtung. Vielleicht sollten wir den dann mal nehmen. Ja. Wenn ich hier immer an der rechten Wand entlang laufe, müsste ich genau da hinkommen. Guck mal, da geht er wieder an, wenn er dran vorbeiläuft. Ja. Nicht übel. Ah. Hätten wir unserem Haus auch ganz gut, ja genau. Hätten wir unserem Haus auch ganz gut brauchen können, ich meine jetzt in irgendeinem Haus im Seeblick oder so. Nicht schlecht. Ja, genau. Sind wir hier runter? Oder wie? Oder da oben oder was? Hier geht es nicht. Hier geht's nicht. Nee, das wollte ich nur nochmal nachkommen, ob es hier auch mehr gibt. Aber nicht. Fühlt sich ganz gut versteckt, der auch. Hier. Ja. Da war die Gabelung. Einmal rechts hoch und einmal hier links weiter. Weiter, würde ich sagen. Mhm. Und ein Geweih, das wir nicht brauchen können? Also wir können schon brauchen, aber ich nutze. Eure Beharrlichkeit wird euch nur zu eurer Enttäuschung führen. Liste. Na, da ist er doch. Ihr beharrt noch immer darauf. Nun denn, tretet ein. Gut, gut. Ja, es war auch notwendig, da hinten rumzugehen, weil wir da den Schlüssel gefunden haben. Kann ich gemerkt, dass wir einen Schlüssel gefunden haben? Ich dachte, der will uns... Nee, der lag da auch. Ich bin der, den ihr gesucht habt. Eure Anstrengungen sind vergebens. Es hat bereits begonnen. Aber jene, die euch schickten, haben euch nicht gesagt, wonach sie suchen. Wonach ihr sucht. Und wonach suche ich dann? Und was suche ich? So ist es. Also machtet ihr euch auf die Suche, nicht wissend warum. Wie andere vor euch folgt ihr blindlings einem Pfad in euer eigenes Verderben. So, so, wie die vier, hä? Auch der Talmor kam und suchte nach Antworten, nicht wissend, dass sie sein Verderben bedeuten würden. Na, ich hoffe, es wird nicht unser Verderben. Euer Pfad folgt nun dem seinen. Doch ihr werdet zu spät kommen. Ein Talmor. Der, der auf den Namen Ancano hört. Ja, der kleine das Nette. Hab ich mir doch er sucht Informationen über das Auge. Doch er wird etwas ganz anderes finden. Ja, den Tod. Das war eure Wege werden sich kreuzen. Doch zunächst müsst ihr finden, was ihr benötigt. Ja, genau. Und was wollen wir denn finden? Ja. Ihr und diejenigen, die euch helfen, wollt mehr über das Auge von Magnus erfahren. Ihr wollt ein Unheil abwenden.
dessen ihr euch noch nicht bewusst seid. Um durch das Auge von Magnus zu blicken und nicht zu erblinden, benötigt ihr seinen Stab. Die Ereignisse bewegen sich auf ihren unaufhaltsamen Mittelpunkt zu. Ihr dürft keine Zeit verlieren. Geht mit diesem Wissen zu eurem Erzmagier. Das werden wir wohl tun. Dankeschön. Ja. Ich meine, wissen wir jetzt, was wir suchen. Und jetzt wissen wir, was aus dem Augur geworden ist, nachdem er kein Lehrling mehr war. Ja. Und was ist daraus geworden? Dieses da. Dieses blaue Aschehäubchen, was auch sprechen kann. Hat er sich wohl irgendwie selbst darin verwandelt? Das war auch ein Unfall? Auch so ein Vorfall? Ja, und der Schlüssel, der lag auf dem Buch, in dem der Unfall bei der Beschwörung beschrieben wurde. Ja, so, ob wir jetzt wieder rausfinden? Ich glaube, der kürzeste Weg raus ist wieder durch den, da wo die Hand ist. Aha. Wundervollen Gang mit dem wundervollen Licht. Tja, lieber Erzmagier, dann werden wir irgendwo mal heimsuchen müssen. Schön. Und schwupps, sind wir draußen. Sind wir ganz woanders. Würde ich mal sagen. Auf jeden Fall nicht in der Akademie. Ja, das würde ich auch draußen sagen. Im Himmelsrand. Das ja. Der Himmelsrand und genau. Die Akademie. Ja. Aha. Oh, wir sind jetzt ein bisschen dunkel. Oder wir waren noch nicht draußen. Ups. Ah, das ist ganz dunkel. Na, dann werden wir am besten mal wieder hinspringen. Ich glaube nicht, dass wir da hinlaufen können. Irgendwie nicht, sieht nee. Das nicht aus, als kämen wir von hier nach irgendwo. Na gut, dann werden wir mal springen. So. Mal gucken, zack. Wo sind wir denn hier? Ja, wir sind irgendwo draußen. Wir sind unterhalb der Akademie irgendwo in den Felsen. Ja. Na, ob uns jetzt ein Drache wieder heimsucht. Ja, wir haben heute ein bisschen gütigen Herzmagier reden. Da ist er ja. Jawohl. Praktisch. Ich bin... Na, Davos? Ich bin mir nicht sicher, was passiert ist. Ein Mönch aus dem Tzidzik-Orden. Ja, und? Hier nach all den Jahren. Ja. Und dann verschwindet er einfach wieder. Tja. Ich hoffe, wir haben ihn nicht irgendwie beleidigt. Das hast du schon mal gesagt. Hat schön, er nicht Mann. Gesagt. Er hat nur nach euch gefragt. Wirklich sehr seltsam. Ja. Ja? Und die wären? Wir müssen den Stab des Magnus finden. Genau. Bitte was? Nun, ich hätte liebend gern solch einen mächtigen Stab. Aber ich bin mir nicht sicher, ob jemand von uns ihn wirklich braucht. Wir schon. Doch, doch. Und woher wisst ihr das? Ich habe mit dem Augur gequatscht. Wirklich? Und er hat ausdrücklich den Stab des Magnus erwähnt? Jawohl, hat ich, er. Ich bin von eurer Initiative beeindruckt. Natürlich muss das jemand untersuchen. Aber sicher, da ihr sogar den Augur um Rat ersucht habt, dachte ich, ihr wärt enthusiastischer. Etwas so Besonderes und Uraltes wie den Stab des Magnus. Ich bin mir nicht sicher, ob wir so etwas jemals finden werden.
Ich erinnere mich daran, dass Mirabelle kürzlich den Stab erwähnt hat. Vielleicht kann sie euch etwas erzählen. Ja. Ich bin recht zufrieden mit eurem Fortschritt, wisst ihr? Ihr habt auf jeden Fall bewiesen, dass ihr mehr seid als ein bloßer Lehrling. Gut gemacht. Dankeschön. Dieser Silberreif war einmal von unschätzbarem Wert für mich. Ich hoffe, dass er jetzt euch nutzen kann. Ja, danke schön. Das haben wir in Ehrenhalt. Nun denn, ich würde sagen, wir sind jetzt fertig, weil nämlich die Zeit gekommen ist. Ja, guck mir nur das Magier hier den Schlüssel machen, wollte ich sagen. Ja. Oh, ganz schön heftig. Ja, ganz ordentlich. Magier, Magiker um 70. Ja. Na, dann werden wir aufheben natürlich. Ja. Gut. Okay, also wie gesagt, wir machen jetzt Schluss und ja, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Ciao.